Ja, jetzt wird's noch verreckter. Ja, jetzt hat eben vorher hat der Johnny im Fernsehen Dings Swiss Date geschaut. Kennst du das? Das ist der, wo eine Frau auswählen kann, von drei Männern wählen, das ist noch eine gute Sache. Ja. Und jetzt wollen sie das auch spielen, aber mit vier Männern, weil jeder will ja zwei spielen, gell? Bist du noch Single? Ist egal, ich nehme trotzdem dich. Du musst jetzt schauen, du musst nicht Angst haben. Kannst du bleiben hocken? Kannst du bleiben hocken? Und dann schau mal, das ist ein Mikrofon. Das musst du jetzt ganz neu hernehmen. Wie eine Glasse. Hell, hell, hell. Es gibt auch andere Beispiele. Kannst du gerade einmal ins Mikrofon rein sagen, wie du heissen tust? Kartika. Ja. Komm, wir sagen Sandra. Also, Kartika. Ist das ein Aargauer Name? Nein, ne? Kartika. Kartika, was machst du von Beruf? Ich arbeite im Marketing. Ja, ich auch, einen Scheissjob. Ja. Das ist gut. Marketing. Schau mal, Kartika, ich habe hier so Fragen aufgeschrieben. Also, Künstler haben sie aufgeschrieben. Also, ich war es. Und die kannst du vorlesen. Du kannst sie gerade auf Hochdeutsch, musst sie nicht übersetzen. Du kannst gerade sagen, Kartika, lese Frage 1, dann kannst du sie gerade ins Mikrokonstrukt. Du hast heute auch Glück, es sind vier ganz sympathische Kandidaten. Also zwei ganz sicher. Und jetzt kommt noch jemand vom Fernsehen und erklärt dir, wie du musst in die Kamera hineinschauen musst. Hey, hallo zusammen. Hallo. Hast du eine Single-Kandidatin gefunden? Ja, sie da. Okay. Wie heisst sie? Das ist das Problem. Ja. Ja, ich weiß immer gerne. Ja, okay. Kann jemand vom Fernsehen das auf ein Schildchen schreiben und anheben für den. Nein, und so. Kartika heisst sie. Ja. Kartika. Ja, ja, ja. Okay. Ja. Mhm. Und der Beruf? Ja, es ist gut jetzt. Ja. Du kennst den. Kennst den. Sind kürzlich einmal zwei Schwule in Wald. Nein, sicher nicht. Hallo. Ach, so eine warme Schwester da. Aber ist so ein Schnuggel nicht? Hä? Also, Kartika, hallo, ich bin der Dave. Ja. Hoi. Ich bin der Dave, ich bin Produktionsleiter von dieser Sendung, gell? Ich bin auch zuständig für dein Make-up. Ja, muss überhaupt keine Angst haben. Gell? Wir sind ein total eingespieltes Team. Wir machen das alle nicht zum ersten Mal. Du musst überhaupt keine Angst haben. Ja? Komm oben runter. Gell? Also, dann. Gut, du bist ja schon da unten. So blöd. Also gut. Wie gesagt, jetzt müssen wir ich habe vorher gesagt, wir haben wahnsinnig viel Skiwerfer hier im Studio immer. Ne? Dann ist es immer komisch, dann kann es einen komischen Glanz geben vom Gesicht. Ja. Jetzt muss ich einfach ganz schnell schauen, bevor wir starten, ganz schnell schauen, wegen dem da. Ja. Ich muss ganz schnell einfach das Kinn ein bisschen lupfen, dann kann ich schauen, wegen dem da. Hast du dich heute Morgen selber geschminkt? Hast du ein bisschen gewütet? Hä? Spraydose verwischt. Also. So gut. Nein, das kommt gut. Ich habe gar keine Angst, das kommt gut. Du schaust, dass das Mikrofon nachher bei den Fragen ganz nah anheben, gell? Das muss ich gut verstehen. Wie gesagt, calm down, gell? Ganz ruhig bleiben. Eingespieltes Team. Ich mache das auch nicht zum ersten Mal, gell? Ich bin seit dem 6. Wann habe ich angefangen, die Sendung gemacht? Das war im 96. Bin ich noch mit dem Schül zusammen gewesen. Dann haben wir nachher, er hat das Büsi mitgenommen, er zügelt, er hat das Büsi mitgenommen, dann haben wir bei so einer Plaudertasche, gell? Ui, nein. Also.
Also, Kartika, ich wünsche dir ganz viel Vergnügen, gell? Das Publikum, ich hoffe, ihr den Kandidaten, es ist nicht schon ganz kribbelig da hinten, ihr den Kandidaten fest unterstützen, unsere Single-Kandidatin natürlich auch fest unterstützen und dann kann das nur noch gut rauskommen. Ich wünsche allen ganz viel Vergnügen mit der Dating-Show! Jingle ab, bitte! Aus! Willkommen zu der Dating-Show. In dieser Show, wo einsame Herzen zu zweisamen zusammengeführt werden, kommen wir zum Kandidat Nummer 1.